Ja, und damit ihr Freude des unheimlichen Schnatterns, willkommen zurück zu Goose Game. Wir sind im nächsten Abschnitt. Ich habe jetzt einfach hier angefangen, warum auch immer. Ich war eigentlich immer noch hier unten, als ich beendet habe. Naja gut, was haben wir denn für Aufgaben? Oh, neue Aufgaben. Bring jemanden dazu, die wertvolle Vase zu zerbrechen. Hilf der Frau, die Büste anzukleiden. Bring den Mann dazu, seinen Tee auszuspucken. Binde dir eine Schleife um. Bring den Mann dazu, barfuß zu gehen und wasche die Wäsche. Einen BH und so weiter, das gucke ich gleich mal. Erstmal schauen, was haben wir denn hier? Wo können wir noch mehr Unheil anrichten? Oh, da ist der BH, das sind die Socken. Kommen wir hier unten denn noch hin? Ein Brunnen. Oh, und da ist der Korb. Muss ich das in den Korb hier packen? Nee, warte mal. Na gut, das ist hier wohl auch nicht. Was geht's hier noch hin? Komme ich wahrscheinlich an den Anfang zurück? Ja, da kann ich das Gatter jetzt für den Garten öffnen. Oder? Ja, das ist der Anfang. Was ist cool? Warte mal, ich bin ja eine Gans, ne? Ist ja auch eine dumme Gans hier. Kann ich ja auch hier mal lang schwimmen. Ich meine, eine Gans kann's. Kann ich leider nicht rein. Gibt es hier auch Geheimnisse zu entdecken, wenn ich lang schwimme? In anderen Spielen wäre das jetzt natürlich nicht möglich, aber hier? Oh nein. Oh, da ist ein Schuh. Schnuller. Und eine Flasche. Ach, ist das witzig. Ein Schnulli. Okay, ich kann wirklich mit dem Schnulli jetzt hier rumrennen. Guck mal, nee, 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 nee. Oh. Crap. Was ist das denn jetzt? Ist das die Einkaufsstraße? Oh nee, das ist wieder beim Gärtner. Sehr gut. Shortcut. Also diese beiden Gärten sind auf jeden Fall unser nächstes Ziel des Unheils. Ich frage mich ja, was wir hier wollen. Wollen wir einfach nur Chaos stiften? Werden wir am Ende gebraten vielleicht sogar? Oh, guck mal hier. Oh, alles kaputt machen hier. Scheiß Zaun, ich habe keinen Respekt vor eurem Zaun. Also, jemand soll die wertvolle Vase zerbrechen, die Frau soll die Büste ankleiden. Der Mann soll seinen Tee ausspucken. Binde dir eine Schleife. Bring den Mann dazu, barfuß zu gehen. Der hat nicht ausgespuckt. Mit der Pfeife. Du Pfeife. Aha. Oh. Lass die Gans. Lass mich in Ruhe. Map. Will ich vielleicht die Pantoffeln stehlen? Was? Jetzt macht er die Bretter wieder dran. Was soll das denn? Ich will nochmal die Pfeife. Du alte Pfeife. Was ist das witzig? Die ganze mit der Pfeife in dem Schnabel. Herrlich. Einfach herrlich. Wie kann ich ihn dazu bringen, den Tee auszuspucken, ist die Frage. Er lässt die Tasse ja immer nur fallen. Alles gut, bin die Gans. Bin ganz artig. Oh oh. Ich hau ab. Oh nein. Nein, nein. Ah! Nein! So. Einen hast du noch. Den schnapp ich mir noch. Die andere Kartoffel hole ich mir auch noch. Oh, trinke ich ein Tässchen Tee, ne? Ist mir auch egal. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Schlappen. Ich kann auch so Tee saufen. Jetzt lies auch mal die Zeitung. Vielleicht überschlägt er das andere Bein und dann kann ich mir den Schlappen holen. Ja, macht er wirklich. Hat's nicht gemerkt. Ja, er geht barfuß und ich hab's geschafft. Sehr schön. Tut mir leid, mein Freund, du musst dir neue Schuhe suchen. Ich gebe die nicht wieder her. Das sind jetzt meine. Was haben wir hier? Oh, guck mal, die Gans.
Oh! Oh, ich zieh die mal in den Garten hier. Warte. Ah, nein, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Wie ist da vielleicht. Oh, ich weiß, wie ich. Ich weiß jetzt, wie ich die Schleife anbinden lassen kann. Guck mal. Ist das gut? Ich habe mich einfach getarnt. Oh nein, die Schleife ist weg. Das gibt's ja gar. Ah nein, erstmal die Schnur, verdammt. Warum erschrickt sie? Oh nein! Warum weißt du, dass ich fake bin? Nein! Aua, lass mich doch. Ich bin die Gans. Die liebe Statuen Gans, ich bin nicht falsch. Oh ja, zieh mir die Schleife an, bitte. Los! Zieh sie mir an. Ja, ich hab meine Schleife. Bin dir eine Schleife um. Bring den Mann dazu, seinen Tee auszuspucken. Hilft der Frau, die Büste anzukleiden. Bin ich nicht die Büste? Ah, ich bin so wunderschön jetzt. Bring jemanden dazu, die wertvolle Vase zuzubrechen. Was für eine wertvolle Vase? Ich habe ja doch keine gesehen. Und wasche Wäsche mit einem BH, paar Socken und Pantoffeln. Ah ja, ich muss. Warte, ich habe mir nochmal eine Pantoffel. Oh nein, ich komme hier gar nicht mehr raus. Oh oh. Ich habe das nochmal zurückgesetzt. Ich habe geglaubt, ich mache irgendwas falsch, aber. Ja. Ich werde das mal im anderen Garten verstecken. Warum macht sie immer wieder dieses Tor zu? Das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. So, ich lege das mal hier hin, da kommt er eh nicht ran. Vielleicht zetert er dann so ein bisschen. So, die Schuhe habe ich mir schon ausgezogen. Lies ruhig ein bisschen weiter deine Zeitung. Alles gut. Oh nein, 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 nein. Mach es nicht, Frau. Warum macht die das immer wieder hoch? Ich muss irgendwie auch so reinkommen in den Garten. Aber ich habe so das Gefühl, das klappt nicht. Wir haben jetzt einfach mal alles. Oh, es liest Zeitung, genau, das ist brav. Der kriegt das gar nicht mit. Oh nein! Hat das vielleicht gemerkt, ja? So, ich leg das mal alles hier nebenhin. Da findet's keiner. Hoffe ich doch. Lalalalalala. Die Vase schaffe ich jetzt auch mal rüber. Oh nein! Sie sieht mich! Haha! Ich glaube einfach mal alles jetzt. So. Achso, ich muss den Pantoffel waschen. Ein paar Socken, Pantoffel und Seifenstück und den BH. Warte mal, hier ist doch Wasser. Das sieht doch gut aus, du. Das sieht doch gut aus. Schmeiß ich mal den Pantoffel rein. Ich muss warten, dass sie das nicht mitkriegt. So, BH. Schnell, schnell. Waschen. Den Büstenhalter. Wie gut, dass ich das anhört, wenn ich das runterziehe, die Socken. So. Hol ich mal ganz schnell eine andere Socke. Ich darf, glaube ich, nicht hier drin sein, wenn sie. Oh, wenn sie das Gatter wieder zumacht, dann ist schlecht. Dann komme ich hier nicht mehr raus. Deswegen habe ich hier auch nochmal neu geladen, weil ich dachte, das geht nicht. Also, ich komme da nicht mehr weg. War auch beinahe der Fall sogar. Gehen wir uns schon mal die Seife. Oh, sie guckt wieder. Ich sage, die hassen sich schon, die beiden. Hundertprozentig. Die hassen sich. So. Ist das jetzt fertig mit Waschen? Ja, wasch die Wäsche. So. Hilft der Frau, die Büste anzukleiden und den Mann dazu, seinen Tee auszuspucken und die Vase zu brechen. Oder. Oder. Was machst du mit der Vase? Oh, der hat die echt kaputt gemacht. Was für ein Schwein. Machst du bitte. Lass die bitte die Sachen, ja? Lass die. Was für ein Sack.
Oh, ich schmeiß die Seife bis hier hin. Warte mal, ist das vielleicht für die Skulptur? Dass ihr die Skulptur damit anzieht, oder? Oh, warte mal, vielleicht schmeißt es ja wieder rüber. Oh, sie zieht sie wirklich an. Voll gut. Oh, die Schleife, die habe ich aber schon. Oh, warte mal, der Frosch hat die Angel. Was fehlt denn noch? Warte, die Pfeife. Ja, die Pfeife fehlt noch. Die Pfeife, dann hat sie... Kann sie das aber einfach so in die Statue reinpacken? Ich meine... Hätte die Zeitung vielleicht noch klauen sollen. Oh, Achtung. Macht sie, macht sie. Ja, Tatsache. Hilf der Frau, die Büste anzukleiden. Sehr gut. Eine neue Aufgabe. Bring jemanden dazu, die Rose für den Wettbewerb abzuschneiden. Was macht er denn jetzt? Aha. Die Heckenschere. Ich glaube, ich weiß schon, wie es geht, ha? Gänse verboten. Das ist klar, ich muss sie dazu bringen, die Hecke zu schneiden und dann vielleicht die Rose mit abzuschneiden. Wer weiß. Hui. Oh, es tut mir leid. Warte, trink. Ja, unser Tee ausgespuckt. Leute, ich hab fast alles. Ich hab's doch gewusst. Mecker nicht so viel. So, ich muss es leider nochmal zurücksetzen. Damit seiner Rose. Ja, ja, ja. Gänse verboten. Ach, warte mal, ich kann den Pflanzentopf runterziehen. Jetzt sehe ich das. Achtung. Dann schneidet sie die Rose mit. Ah. Mach's kaputt. Schnell, schnell. Oh, da sieht sie immer. Ah, verdammt. Halt die Rose mit kaputt. Los, los, los. Oh, ich war es nicht. Ne? Nein, ich war das nicht. Was macht sie denn jetzt? Ich will mein Schleifchen wieder, ja? Ich hab nichts gemacht. Hast du dir eingebildet? Wo ist mein Schleifchen? Ich will mein Schleifchen gerne haben. Lass mir bitte die Schleife wieder anbinden. Oh, der vermisst schon seine Rose. Na, weg mit der Ente. Mit der Gans. Weg mit der ollen Gans. Ach, so, ich hab's. Ne, beseitigt mein Verbrechen. Tada! Oh, er sucht seine Rose, das ist aber schade. Oh, wo ist denn meine Rose? Oh, ich weiß nicht. Die müssen sie selber, ne? Aber sie haben meine Rose bei dem Preis gekrönt. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie. Oh, ich ziehe beim Gänschen erstmal die Schleife an. Sie können mich mal am Arsch. Holzweise, Herr Flanders. Oh, ich bin so schön. Der macht es einfach wieder fest. Da-da-da-da-da-da-da! Und jetzt schneidet sie wieder ab. Oder habe ich noch was? Nee, das war's leider. Mach sie kaputt. Mach sie kaputt. Jetzt komme ich auch hier raus, oder? Upsi, sie hat sie schon wieder abgeschnitten. Also irgendwann kannst du die nicht mehr ankleben. Ah, sie hat mir jetzt den Weg geöffnet. Das ist ja geil. Habe ich schon eine neue Aufgabenliste? Nein. Oh, ich kann jetzt aber... Ich kann jetzt irgendwas spielen.
Warte, ich kann Ball spielen. Und ich kann Cricket. Nein, das ist Federball. Ich gehe jetzt einfach mal hier durchs Haus randalieren. Hallo. Ich mach das wirklich. Oh, ein Paket für mich. Ey. Bin ich aber unhöflich. Ah, guck mal, jetzt kann ich das... Ach, das ist das mit dem Schnulli, wo der Staudamm war, der Kleine. Oh, ist das gut. So, aber Leute, ich würde sagen, das war's für den Part. Wir haben wieder erfolgreich Chaos gestiftet und Menschen in den Wahnsinn getrieben. Ja, wir haben was Neues. Geh in die Bar. Na gut, das machen wir nächstes Mal, wie gesagt. Ich werde mir noch die Wege öffnen, weil ich glaube, genau, hier ist wieder einer. Es ist so toll, Leute, was wir hier noch alles machen können. Ich danke euch schon mal fürs Zusehen. Es wäre super, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst und natürlich wieder einschaltet. Nächstes Mal Untitled Goose Game. Es ist so fantastisch und es macht so einen Spaß, die Leute hier zu quälen und zu terrorisieren. Nächstes Mal geht's weiter. Tschüss, macht's gut.